gar nicht ins Netz eigentlich. Frostige Grüße aus dem schönen Waldecker Land. Ja, heute ist es mal wieder soweit. Es gibt einen neuen Vlog für euch. In Sachen Tennis bin ich heute mal wieder unterwegs. Was heißt mal wieder? 2 Jahre eigentlich gar nichts gemacht. Und heute freue ich mich besonders, weil wir sind mal in der Winterrunde unterwegs. Ich habe mich aufstellen lassen für die Herren 40. Oh, Herren 40? Ja, nächstes Jahr werde ich 40. Deswegen habe ich mich mal für die Winterrunde Bad Laspe gemeldet, Verbandsliga Herren 40, da bin ich heute mal unterwegs und ich dachte, ich mache heute einfach mal einen Vlog davon, weil es gab Ewigkeiten nicht mehr einen Vlog. Und Bad Laspe, um es schon mal vorwegzunehmen, ist eine kleine Mischung aus Lohfelden und Spielern. Lohfelden, Herren Bundesliga, Herren 30, damals könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Der ein oder andere ist heute auch wieder dabei, unter anderem dem Timo Göbel, den ihr sicherlich aus einem meiner Videos kennt, hier auf YouTube. Und da sind wir mal gespannt, was heute passiert. Mein erstes Mal Herren 40. Mal gucken, was das so wird. Nicht trainiert und gar nichts gemacht, aber ich habe einfach mal Bock, wieder Tennis zu spielen. Also, bis gleich. Wir fahren jetzt erstmal nach Diemitzstadt. Ich nehme euch mit und dann schauen wir uns mal an, was an diesem Tag passiert. Auf dem Weg nach Diemitzstadt. Diemitzstadt ist der Treffpunkt. Ihr habt gerade gesehen, ich wohne in einem schönen Waldecker Land. Der einzige Nachteil, die nächste Autobahn ist eine halbe Stunde erstmal entfernt. Das heißt, man muss erstmal fahren. Und ich habe euch ja schon gesagt, die Hälfte der Mannschaft oder eigentlich die ganze Mannschaft besteht aus Kasseler Spielern. Warum wir für Bad Laspe spielen, das muss mir gleich mal erstmal jemand sagen. Da muss ich sagen, habe ich mich gar nicht noch informiert. Aber wir treffen uns jetzt erstmal in Diemitzstadt. Diemitzstadt ist die Auffahrt zur Autobahn und dann fahren wir weiter nach Bielefeld. Bielefeld ist der Gegner heute. Kann ich gar nicht großartig was zu sagen, weil es relativ spontan war, dass ich heute überhaupt im Einsatz bin. Ich habe mich Anfang des Jahres, wo entsprechend festgelegt wurde, wer spielt für die Winterrunde, habe ich gesagt, schreibt mich ruhig auf. Ich denke nicht, dass ich ein Spiel machen werde, weil ich möchte eigentlich überhaupt kein Risiko mehr eingehen mit meiner Halswirbelsäule. Damals war der Zustand noch wirklich sehr, sehr kritisch. Ich habe damals sogenannte PRT-Spritzen bekommen an den Halswirbelkörper. Also mein Bandscheibenvorfall ist C5, C6. Und es war auch schon so, dass ich wirklich je nach Neigung des Halses ich dann wirklich Ausfallerscheinungen in den Armen bekommen habe. Und das Letzte, was man natürlich will, ist eine Operation. Und da möchte ich eigentlich kein Risiko mehr großartig eingehen. Ja, warum ich jetzt trotzdem spiele, ist einfach, weil sich das Ganze durch diese PRT-Spritzen gebessert hat. Also wer von euch Probleme mit Bandscheibenvorfall hat und über diese Spritzen nachdenkt, kann sich gerne bei mir mal melden. Ich habe da ganz gute Erfahrungen und ich habe auch wirklich einen sehr, sehr guten Arzt da gehabt. Das war wirklich für mich jetzt der Gamechanger, dass ich überhaupt wieder was machen kann. Und ja, ich will einfach jetzt einfach mal schauen, wie es ist. Ich überlege im Sommer in der Regionalliga Herren 40 zu spielen. Sicherlich nicht auch jedes Spiel, aber vielleicht 1 bis 2 Spiele zu machen. Ich denke, das ist vertretbar, weil wichtig ist natürlich, ich bin Tennistrainer von Beruf, ich lebe davon und ja, ich möchte natürlich auch für euch weiter Übungsvideos machen, daher ist das Hauptzielfeld natürlich weiterhin meinen Job ausüben zu können und nicht irgendwie großes Risiko einzugehen, indem ich jetzt hier ein Turnier nach dem nächsten spiele. Ja, Diemelstadt angekommen. Die Jungs sind noch nicht da. Warum? Weil sie in Diemelsee runtergefahren sind. Ja, auch nicht schlecht. Wir müssen erstmal wieder zurück und dann geht's los. So, tatsächlich hat's geklappt. Jetzt geht's los. Haben wir schon den Doc. Wolltest du dir noch was zu essen holen, Timo? Ja, was? Ein Kaffee. Ich dachte, du haust dir jetzt... 40 musst du Cappuccino trinken. Ich dachte, du haust dir jetzt einen schönen Royal Käse rein. Ja, oder eine schöne dicke Doppel-XL. Oh, kommen wir gar nicht durch. Doppel-XL. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mir irgendwann mal einen Kaffee bei McDonald's hole. Aber irgendwann hatte ich mal so eine Eingebung, mir eine Kaffeemaschine zu holen. Also Mc's verfolgt uns, oder? In unseren Touren, Timo. Ja.
Warst du dabei in München? Wo war nachts noch in den... Nein, war er nicht dabei? Okay. Aber wenn euch unsere Story im Meckes in München interessiert, dann schaut mal bitte in das Video rein. Das war legendär mit dem Amendo. War eine geile Aktion. Warum wir Bad Laspe heißen? Timo. Ja, das ist der Verein, wo wir im Winter spielen. Der liegt in Westfalen, kurz hinter der hessischen Grenze. Und da spiele ich jetzt das 17. Jahr. Aha, dein Ernst? Mein Ernst, seit ich 29 bin. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie alt ich bin. Und es macht immer wieder Spaß, da Winterrunde zu spielen in Westfalen. Und deswegen Rot-Weiß Bad Laspe. Zweifacher Westfalenmeister sind wir. So, und ihr habt dann einfach die Kasseler Spieler einfach mit importiert, oder wie soll man das nennen? Ja, genau. Wir haben eigentlich, angefangen hat es mit mir, dann kam ein Nico Henkel dazu, dann wurden es immer mehr und jetzt spielt eigentlich die ganze Meldeliste von Lohfelden. Wir haben zwei Mannschaften, dieses Jahr eine Herren 40, eine Herren 50. Die spielen heute übrigens auch, good luck. Und ja, wir spielen da alle mit und der Captain Capitano Jörg Hochdörfer koordiniert das alles. Also wir heißen Bad Laspe, aber Heimspiel in Kassel. Also genau, das ist schon, Sinn, oder? Das ist schon nicht schlecht. Da könnte man irgendwie so denken, wir sind so importierte, wie man so bei den Bundesligisten so sieht, so irgendwie so Strohmänner. Ja, ja, so Strohmann-Verein, ja? Ja, genau so ist es. Okay, also so fake hier und dann kommen irgendwie alle ganz woanders her. Okay. So, wir haben jetzt hier noch einen, den habe ich noch gar nicht vorgestellt. Der Dr. Christoph Büren. Ja. Machen jetzt mal so ein paar Anekdoten, das ein bisschen besser kennenzulernen. Doc, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wie lautet dein Spitzname? Doc. Wir haben gerade was anderes gesagt, Timo. Eigentlich heißt er Dr. Dr. Payne. Dr. Payne und somit Dr. Pferdesalbe. Hast du gerade Pferdesalbe, ja, stimmt. Dr. Ja. Pferdesalbe. Stimmt, ja, das vorher, ist meine, nachher. Das nutze ich als Bodylotion vor Spielen. Da kann ich 10 Minuten warm machen sparen. Timo, was ändert sich denn in der Herren 40? Weil ich bin ja heute das erste Mal in der Herren 40. Du musst mir jetzt erklären, wie ich heute spielen muss. Muss ich irgendwas ändern? Da du nichts ändern kannst, weil du nur so spielen kannst, wie du spielst. Einfach drauf auf die Kugel. Geschwindigkeit ist jetzt ein Vorteil, wenn man schneller spielt, weil man wird ja im Alter etwas langsamer. Okay, gut. Ich bin sehr gespannt. Erste Mal Herren 40. Und ja, gucken wir mal, was der Tag so bringt. Rot-Weiß-Laspe. So, das muss man eigentlich auch nochmal festhalten. Doc ist auch berühmt für seine Thermoskannen. Ja, ne? Einfach zu stark. Er hat heute die kleine dabei. Ja. Was hast du denn da drin? Heißer Tee? Für einen Kaffee? Für einen zweiten Satz? Ah ja, da siehst du. Ja, Pferdesalbe. Haben wir es doch gesagt. Alter Fahr. Ja. So, jetzt haben wir einen Doc sein Equipment gesehen, jetzt immer auch hier, ja, vom Timo. Die Tasche, man beachte, das schweißt man. Gleicher Farbe wie die Tasche. Die Trinkflasche, die Unterhose. Die Unterhose. Das Shirt. Ja. Das T-Shirt, Shirt dazu. Ja, stark. Und natürlich das Wichtigste. Ja, ganz gespannt. Den Schläger. Ja. Oh. Boom. Und für Doc hast du auch noch einen dabei. Für Doc? Genau. Und dann spielst du heute seinen Schläger oder was? Und dann war ich noch der Bespanner. Komm, Christoph. Schön. Tennis auf der Alm, meinst du? Guck mal, da kommt. Guck mal, der Schäfer fährt vor. Oh. Der Profi. Ja, komm rin. Komm rin. Ja, wo will er denn hier parken? Auf dem Tennisplatz oder Fahrradständer? Home sweet home. Draußen. Sind Sie hier richtig? Haben wir hier schon gespielt, ne? Ja. Da ist er. Hey! Hey. Ja. Cheffi! Hey. Grüß dich! Schön! Ja? So, hier ist unser Marco. Unser Marco, 1000 Jahre schon kennen wir uns und schon 1000 Schlachten geschlagen, richtig? Richtig, ja. Auf jeden Fall.
War stark. Ja, ist auch noch keine 40 eigentlich. Wieso? Ja, sieht man doch. Oh. Ja, stimmt, taufrisch. Taufrisch sieht er aus. So, Martin Kares, sehr professionell, Tennis Point. Aber wir haben ja einen Professionellen dabei, nämlich den Doc. Der hat meine Rettung. Vielen Dank. So, jetzt geht's on court. Los geht's. Mein erstes Herren 40-Spiel ist vorbei. Ich habe 6-1, 6-1 gewonnen gegen den Jochen. Und ja, es war einfach wieder toll, mal wieder ein Wettkampfspiel zu machen. Einfach wieder ein neues Gefühl, auf dem Platz zu stehen. Rücken hat gehalten. Und das ist einfach das Wichtigste. Und das Wichtigste ist, dass es Spaß gemacht hat. Ich hoffe, auch für den Jochen hat es Spaß gemacht. Und vielen Dank für das Match. Und jetzt ist leider so, dass von unseren Gegnern einer krankheitsbedingt absagen musste. Das Kind ist krank, sodass wir jetzt leider nur noch einen Doppel haben. Ja, das werde ich sehr wahrscheinlich dann noch gleich mit dem Timo spielen. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal in die anderen Matches rein. Der Chris Bühren ist hart am Kämpfen, hat einen super Gegner. Und ja, es macht einfach wieder Spaß. Und Spaß ist das, worum es hier geht. Und ich hoffe, auch das Video motiviert euch, auch an einem Samstag in einem Winter einfach mal häufiger für eine Mannschaft zu spielen. Und ja, schaut rein, wir haben Spaß und ihr würdet es auch haben. Also, let's go, schauen wir uns die anderen Matches an. Schön, schön, schön eindrehen. Eindrehen, Doc. Ja, ja, es macht Spaß. Ich deponiere ein bisschen Eigenwerbung, aber sagt's nicht weiter. Die Technikmodule. Läuft er. Er ist ganz enttäuscht. Ja, schade. Aber so ist es. So ist es. Dann machen wir einen Doppel noch oder ja, Satz. Wir gucken mal. Ich spiele übrigens mit Mr. Schweden. Schweden. Ja. Ready. Sweet Home Alabama. So, überragender 6:0-Sieg. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ja, mal in den 40ern zu spielen und in Zukunft auch in den 40ern zu spielen.
Ja, was hat sich geändert? Boys, seid ihr zufrieden mit eurer Leistung? Ja, ich habe ja nicht so viel dazu beigetragen, aber war ein geiles Doppel. Ja, hat Spaß gemacht. Bühe auch zufrieden? Ganz stark. Trainiert vor allen Dingen ja. Nach dem Einzelnen. Oh ja. Das war sehr gut. Marco ist nicht so zufrieden. Na, gut angefangen, ein bisschen nachgeladen, aber am Ende des Tages zählt der Sieg. Sieg der Mannschaft zählt und ich kann da gar nicht groß sagen, was anders ist. Das werden wir jetzt beim gemütlichen Teil des Abends, wenn wir das erörtern. Wenn wir jetzt noch gleich mit den sehr, sehr netten Gegnern von TC Eintracht Bielefeld noch ein schönes Weizen trinken und dann machen wir uns ab nach Hause. Und vielleicht sieht man uns dann wieder in der Regionalliga. Ja, da mache ich vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Vlog. Mal gucken. Schön, wenn es draußen zur Sache geht. Und euch auch drauf, richtig? Yes. Aber jetzt zum Bier. In dem Sinne, haut rein. Jawohl. Komm, wir stoßen mal an, einmal. Ja. Zum Wohl, danke fürs faire Spiel. Gerne. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. In a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through.